Hallo liebe Sushi-Freunde, hallo liebe Whisky-Freunde. Sorry für den kleinen Joke. Ich weiß, manchmal ist es nicht besonders witzig, was ich so von mir gebe, aber wir sind jetzt in Japan angekommen und wie ich bereits in der Lektion über die Whisky Nations, über die Whisky Nation gesagt habe, werden wir eine extra Lektion speziell über japanischen Whisky haben und ich hatte ja schon angedeutet, dass mich dieses Thema japanischer Whisky und Whisky in Japan ziemlich interessiert und ich da ein großer Freund von bin. Und deswegen kann ich es auch nicht lassen. Ich habe eine wunderbare Empfehlung für euch hier dabei. Und zwar ist es der Nikka from the Barrel, ein japanischer Whisky aus dem Hause Nikka, wie der Name schon sagt. From the Barrel soll sozusagen diesen Eindruck vermitteln, wie direkt aus dem Fass, als wäre man im Warehouse und würde mit dem Valench direkt aus dem Fass einen Whisky probieren. Aus diesem Grund hat man den Whisky rausgebracht. Es ist ein Blend, ein Blend von Nikka, wobei dort nicht nur japanische Whiskys drin sein sollen, sondern wahrscheinlich sogar auch von Ben Nevis aus Schottland, weil die gehören auch zum Nikka-Konzern. Und das Problem mit Japan ist, dass diese Regulierung bezüglich Whisky nicht ganz so strikt ist wie zum Beispiel in den USA für den Bourbon oder in Schottland für den Scotch. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wunderbarer, ein ganz toller Whisky. Und ich kann es nicht lassen. Ich muss mir zum Beginn dieser Lektion einfach mal wirklich einen kleinen Rum einschenken. Und wer von euch ihn noch nicht probiert hat, weil das ist so einer der wenigen Whiskys aus Japan, also japanischer Whiskys, die man überhaupt noch bezahlen kann. Weil wir werden gleich ein bisschen kennenlernen, warum momentan in aller Herrgottsländer die Preise für japanischen Whisky so exorbitant gestiegen sind. Der ist noch bezahlbar. Ich glaube mittlerweile, wir sind jetzt 2020, Ende 2020. Ich glaube, die Flasche kriegt man noch so um bei für 40 € wahrscheinlich in Deutschland und 0,5 Liter Fassstärke sozusagen, 51,4 Volumenprozente. Das ist ein ganz fairer Preis und es ist wirklich ein absolut toller Whisky. Und ich sage schon mal vorweg, jetzt bevor ich gleich anfange mit der kleinen Präsentation und mit den Informationen über den japanischen Whisky, Kampai, weil wir sagen natürlich nicht Slanje oder Prost in Japan, sondern Kampai. Das ist ein Hammer, wirklich ein ganz toller Whisky. Ich sage auf euer Wohl, auf unser Wohl, auf das Wohl aller Whisky-Liebhaber. So, und damit starten wir einfach mal. Ganz unkompliziert. Ich habe einige Bücher mitgebracht, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich habe mir einige Bücher zum Thema japanischen Whisky besorgt. Das erste Buch, das ich hatte über japanischen Whisky, ist diese Ausgabe von Ulf Buxrud, einem Schweden. Ich glaube, es war sogar das erste Buch zum Thema Japanese Whisky. Mittlerweile muss ich fairerweise sagen, alles, was er hier geschrieben hat, ist nicht hundertprozentig korrekt. Da gibt es jetzt mittlerweile bessere Literatur auf dem Markt, aber ich musste das unbedingt haben. Als japanischer Whisky-Liebhaber brauchte ich definitiv so eine Ausgabe. Und es gab momentan, also die waren eigentlich nicht mehr verfügbar, die waren komplett vergriffen. Und ich habe diese Version direkt von Ulf bekommen. Ich habe ihn angeschrieben und habe ihn gefragt, ob er nicht noch irgendwie eine Chance sieht. Und dann schrieb er mir wirklich zurück und sagte, er hätte noch ein paar Exemplare in seiner Garage und hat mir diese dann zukommen lassen. Dafür danke ich ihm auch recht herzlich. Also eines der ersten Bücher über japanischen Whisky überhaupt. Dann für mich eines der besten zum Thema japanischen Whiskys ist diese Variante oder diese Version, The Japanese, Whisky Rising heißt es, Entschuldigung, von Stefan van Eycken, ein Europäer, ich glaube, er ist Belgier, der aber mit einer Japanerin verheiratet ist und seit vielen, vielen Jahren schon in Japan lebt. Unheimlich umfassend und komplex. Also ein wirklich sehr, sehr guter Buchtipp. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Da steht unheimlich viel über japanischen Whisky drin. Und last but not least, die dritte Buchempfehlung hier, Whisky Japan, The Essential Guide to the World's Most Exotic Whisky. Eine Version von Dominik Rusko, eigentlich auch ein sehr bekannter Whisky-Schreiber.
Auch das sehr komplex, sehr umfassend und auch nur wärmstens zu empfehlen. Also vorweg diese Buchtipps. Wer noch kein Buch über japanischen Whisky hat und sich dafür interessiert, eines dieser drei ist definitiv sein Geld wert. Ja, wir fangen an. Wir legen los. Ich gehe einfach mal los und führe meine Präsentation vor hier. So ähnlich mache ich das auch in den Tastings, wenn ich also über japanischen Whisky meine Tasting-Events veranstalte, die zugegebenermaßen in letzter Zeit sehr spärlich geworden sind. Da gibt es unterschiedliche Gründe für. Aber der Hauptgrund ist definitiv, dass japanischer Whisky zum Teil so exorbitant teuer geworden ist, dass es einfach nicht mehr abbildbar ist. Weil man hat Schwierigkeiten zu sagen, okay, Tasting-Ticket, wo wir 6 Single Malts probieren oder 6 Whiskys probieren, kostet über 100 Euro. Da sind die meisten dann nicht mehr bereit, das zu investieren. Aber da die Preise so ins Lächerliche hochgegangen sind, macht es eigentlich keinen Sinn, überhaupt noch vernünftige Tastings zu planen mit japanischem Whisky. Und warum das so weit gekommen ist, das werdet ihr gleich erfahren, also in den nächsten wahrscheinlich 10, 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Meistens versabbel ich mich ja ein bisschen, aber ich hoffe, es langweilt euch nicht. Warum es so gekommen ist, dass japanischer Whisky einfach so teuer geworden ist, das werden wir in dieser Lektion kennenlernen. Also, let's go. Japanese Whisky. Diese Karte habe ich 2016 designt und zwar im Rahmen eines Projekts, Whisky Museum hier in Holzbunge, vor meiner Haustür quasi, 10 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Whisky Krüger hat ein tolles Ressort, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt und wenn nicht, ihr werdet das bestimmt während des Kurses häufiger von mir hören, weil es einfach eine tolle Adresse ist, wenn man eben halt Whisky kaufen möchte oder auch einfach sich mit netten Menschen treffen möchte, um Whisky zusammen zu verkosten. Dort befindet sich auch ein Whisky-Museum, wo wir neben wunderbaren Abfüllungen wirklich ganz, ganz viele Raritäten sind dort zu sehen, aber eben auch viel im Bereich der Produktion und Geschichte und weiterer Whisky-Highlights kennenlernen können. Diese Karte, die habe ich 2016 designt und habe versucht, wirklich auch alle Brennereien, die bis dato Whisky in Japan produziert haben, darzustellen. Und ich glaube, wir hatten 14 Brennereien dort auf diesem Tableau. Das ist eine große Tafel, die dort im Museum hängt. Die ist so rummelig 2,50 Meter im Quadrat groß. Und alle Brennereien, die bis 2016 Whisky produziert haben oder sogar noch produzieren, sind dort aufgeführt. Und es waren in dem Fall, glaube ich, 8 aktive und 6 bereits geschlossene Brennereien, die wir dort aufgeführt haben. Ganz wichtig war mir zu dem Zeitpunkt aber auch so ein bisschen über die Geschichte zu vermitteln. Also natürlich haben wir so als geografisches Highlight den Fujiyama im Hintergrund, aber wir haben auch unten die beiden großen Whisky-Persönlichkeiten zu sehen, nämlich links, das ist der Shinji Torii und rechts Masataka Taketsuru. Da kommen wir noch später im Verlauf dieser Lektion zu, aber das sind die beiden großen, wirklich die Macher der Whisky-Industrie in Japan. Und wir werden nachher noch ein bisschen mehr über die einzelnen Persönlichkeiten kennenlernen, aber zunächst einmal vielleicht mal so ein bisschen so eine Rundreise durch Japan. 2016, wie gesagt, die Welt sieht heute schon wieder anders aus. Also wir haben diverse Brennereien, die, ich will nicht sagen, die poppen wie Pilze aus dem Boden, wie zum Beispiel in Irland oder auch in anderen Ländern. Aber auch in Japan haben wir mittlerweile viele Brennereien dazugekommen, die hier auf dieser Landkarte nicht mehr drauf sind. Und ehrlich gesagt, manchmal habe ich auch den Eindruck, es lohnt sich schon gar nicht mehr, da immer am Ball bleiben zu wollen. Also andere Freunde von mir aus der Whisky-Szene, also ein guter Freund aus Dänemark, der Steffen Bräuner, der hatte sogar mal eine interaktive Map zusammen mit der API von Google designt, wo er wirklich alle Brennereien weltweit eingetragen hat. Und irgendwann hat er auch aufgegeben, hat gesagt, ich komme einfach nicht mehr hinterher, weil alle Naslang gibt es neue Brennereien und es bringt dann auch irgendwann auch keinen Spaß mehr. Aber wie auch immer, wir konzentrieren uns auf die Highlights, auf die wirklichen Bringer. Und hier allen voran natürlich ganz oben im Norden Yoichi auf der Halbinsel Hokkaido. Eine Brennerei gegründet 1934 eben von dem gerade genannten Masataka Taketsuru. Aber da kommen wir natürlich noch weiter dazu nachher. Wir machen eine kleine Rundreise. Miyagikyo, auch zum Nikka-Konzern gehörend, also auch von Masataka Taketsuru gegründet. Ich will sie gar nicht alle aufführen. Vielleicht noch Hanyu und Chichibu als welche, die wir dann im Detail noch besprechen wollen. Fuchigo Temba. Ja, also
wer sich dafür interessiert, ich werde natürlich hier zu dieser Lektion auch ein bisschen Bildmaterial mit hochladen. Dieses Design, dieses Bild ist auf meinem Copyright gewachsen, das heißt, das stelle ich natürlich in hochauflösender Qualität zur Verfügung. Das dürft ihr auch gerne für eigene Tastings benutzen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einfach unten einen kleinen Vermerk macht, nach dem Motto, dass es von mir ist und nicht einfach das so mit stillschweigendem Ignorieren des Copyrights benutzen. Aber ansonsten freue ich mich natürlich, wenn das Material, das ich hier in dem Kurs bereitstelle, auch für andere im weitesten Sinne Bildungs-Educational-Events verwendet wird. Also nochmal so als kleiner Einwurf nebenbei. Alles, was ihr hier lernt, sollt ihr natürlich weiterverwenden. Ihr sollt den Virus, den Whisky-Virus verbreiten und andere versuchen zu infizieren. So, das ist so hier die kleine Rundreise. Also ich möchte als Highlight nochmal hier Karyosawa erwähnen, weil Karyosawa, ich gehe jetzt in der Lektion nicht so sehr auf Karyosawa ein, weil diese Brennerei, das ist einfach der absolute Hype, die ist 2006 geschlossen worden und die Whiskys erzielen auf den Auktionen exorbitante Fantasiepreise. Und das ist natürlich einerseits schade, weil normaler Whisky-Liebhaber kann sich die kaum noch leisten. Das ist ein reines Investobjekt mittlerweile geworden. Aber es ist natürlich schon schade, dass diese Brennerei für immer verloren ist und die wenigen Flaschen, die noch so im Umlauf sind, die meisten werden nicht mehr getrunken, also geöffnet und verschwinden, sondern sie wandern von einer Vitrine zur nächsten, um einfach ja, eine Rendite darzustellen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Gut, kommen wir zur ersten Persönlichkeit. Der Herr war eben unten links zu sehen, Shinji Torii. Shinji Torii ist der Gründer von Suntory. Suntory, einer der größten Getränke-Giganten weltweit, also Spiritosen, glaube ich, Nummer 3 weltweit. Der hat die Firma Suntory gegründet, einfach indem er seinen Nachnamen genommen hat und sich die Sonne davor gepackt hat, also Torii, und dann hat Sun davor, ist Suntory geworden. Suntory, wenn es euch nicht sagt, ist Besitzer der Marke oder der Brennerei Yamazaki. Aber zum Beispiel auch Jim Beam und auch in Schottland haben sie diverse Brennereien. Da gehe ich nachher noch ein wenig drauf ein. Also Shinji Torii ist ein Mensch gewesen, der 1879 geboren, bis 1962 hat er das Licht der Welt erblickt. Und er war derjenige, der gelinde gesagt das Geld gehabt hat, um die japanische Whiskyindustrie zu finanzieren, um sie überhaupt aus den Startlöchern zu bringen. Er hatte nur ein Problem, er hatte nicht das Know-how. Er hatte davon geträumt. Ich möchte nicht zu weit ausholen, aber Japan, die Geschichte Japans ist sehr spannend. Also bis Mitte des 19. Jahrhunderts war Japan ein komplett abgeschotteter Staat. Also da gab es die sogenannte Edo-Ära. Also der Kaiser hatte sozusagen verboten sämtlichen Kontakt mit der Außenwelt, also andere Nationen. Es gab keine Handelsbeziehungen, keine diplomatischen Beziehungen. Es wurden keine Ausländer geduldet in Japan. Es war wirklich eine ganz, ganz schräge Zeit. Und das fing erst an, als Admiral Perry, ich habe den Vornamen vergessen, 1869 mit seinen Black Ships, ein Amerikaner, der nach Japan gesegelt ist, um zu versuchen, die japanischen Handelsbeziehungen wieder in Gang zu bringen mit Japan. Er musste zweimal hinreisen, dann hat man es geschafft. Man munkelt auch unter der Zuhilfenahme von einigen Fässern Bourbon-Whiskys, also amerikanischen Whiskys, den er mitgebracht hat als Geschenk, sowohl für die Diplomaten als auch für den Kaiser himself sozusagen. Und jedenfalls war das so ein bisschen so der Stein, der dann ins Rollen gebracht wurde. Und dann hat man so westliche Spirituosen so ein bisschen in Japan etablieren können. Allen voran natürlich Whisky, aber unter anderem gab es auch Weine aus Portugal, also die Portwines, und auch aus Spanien. Es werden wahrscheinlich auch Sherry-Derivate gewesen sein. Und die hat eben halt jener Shinji Torii eben halt als Händler vertrieben. Aber er wollte auch gerne Spirituosen in Japan etablieren, speziell westlich orientierte Spirituosen, denn es gab in Japan damals, es gab natürlich Sake. Sake ist aber ein fermentierter Reiswein, es ist keine Destillation. Dann gab es Shushu, auf Basis von Sake, glaube ich, destilliert oder so. Aber es gab nichts wie Whisky, Brandy oder solche Geschichten, die eben halt so ein bisschen aus der westlichen Welt kamen. Die kamen sozusagen mit Admiral Perry erst rüber in die Region der aufgehenden Sonne.
Und Tori war einer, der wollte unbedingt seinen eigenen Whisky produzieren. Er hat davon geträumt, Whisky zu produzieren, einen japanischen nach sozusagen schottischem Vorbild. Und er hat eine Firma gegründet, die hieß Tori Schoten 1899. Und das war im Grunde ein Händler für eben die gerade genannten Weine aus Spanien und aus Portugal. Und ja, was daraus letzten Endes werden sollte später, also im Grunde über 100 Jahre später, ich glaube, das hat er sich nicht träumen lassen, weil mittlerweile gehört zu Suntory in Schottland gehören Brennereien wie Bowmore, Laphroaig, Ardmore, Glengarry und Auchentoshan. Selbst Teachers als Blended Scotch Marke gehört zum Portfolio von Suntory. Und in Japan ist es die Yamazaki-Brennerei und die Hakushu. Also wirklich richtige große Player. Und ich habe das, glaube ich, schon erwähnt, Jim Beam in den USA gehört auch zum Suntory-Konzern. Also er startete, wenn man es so will, als Weinhändler und hat damit wirklich richtig viel Geld verdient. Der zweite große Mann aus der japanischen Whisky-Industrie ist dieser in dem Moment etwas älterer Herr, weil das Bild ist, glaube ich, gemacht worden um 1970 herum. Das ist Masataka Taketsu, 1894 geboren, ein kleines bisschen älter, Entschuldigung, jünger als Tori, ist aber derjenige, der später in der Geschichte als der Vater der schottischen Whiskys eingehen, Entschuldigung, des japanischen Whiskys eingehen soll. Ich bin ein bisschen mit Schottland und Japan in Schleudern geraten, nämlich weil hier zeigen wir nochmal Masataka Taketsu in einem relativ moderaten Alter von, ich glaube, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückgucken, jetzt muss ich rechnen, 94, 18, ach, Kopfrechnen ist Herr Fischer schwach. Ja, 25 Jahre. 25 Jahre war er da alt, als er nach Schottland ging. Und zwar hatte er schon Chemie studiert in Japan. Er war ein Abkömmling einer Sake-Dynastie. Er sollte eigentlich auch die Sake-Brauerei übernehmen, seiner Familie. Aber er hatte sich vielmehr eben auch für westlich orientierte Spirituosen und hier insbesondere für Whisky interessiert. Und er ist 1918 nach Glasgow gegangen, nach Schottland. Hat sich dort an der University of Glasgow einschreiben lassen für die Fachrichtung Organische Chemie. Und dort hat er dann die Schwester einer Kommilitonin kennengelernt. Also die Schwester der Kommilitonin hat er kennengelernt auf einer privaten Geburtstagsfeier. Und zwar ist er sozusagen als Untermieter bei der Kommilitonin in dem Familienhaus eingezogen. Die hatten harte Zeiten durchmachen müssen. Die schottische Familie hatte soeben ihren Vater verloren, also ihren Ernährer, der war Arzt. Und somit hatten sie als kleines Beibrot sozusagen diese Pension betrieben. Und Masataka Taketsu hat sich dort sozusagen einquartiert und hat sich dann Hals über Kopf, ja, oder auch nicht, das weiß man nicht genau, in diese junge Frau, in Jessica Roberta Coven verliebt. Das war die Schwester seiner Kommilitonin. Und ja, wie das so schön ist, wo die Liebe hinspielt. Die haben 2 Jahre später geheiratet, nämlich am 8. Januar 1920. Ja, jetzt kürze ich das Ganze ein bisschen ab und mittlerweile weiß man, dass dieses Ehepaar, die Taketsuros, Rita als Schottin, als junge Schottin und er als Japaner, sie sind sozusagen der Vater, also Father of Japanese Whiskey ist Taketsuro und die schottische Mutter of Japanese Whiskey, also die schottische Mutter des japanischen Whiskys ist Rita Coven. Wenn man das googelt, man wird förmlich erschlagen. Und was ich ganz besonders spannend fand, 2014 gab es eine Daily Soap in Japan, in der die Liebesgeschichte verfilmt wurde, mit sage und schreibe 150 Episoden. 150 Episoden Love Story. Ich habe diese Folgen gesehen, japanisch mit englischen Untertiteln. Meine Frau, die hat gedacht, der ist jetzt völlig durchgeknallt. Aber ich kann nur jedem raten, wenn ihr euch für japanischen Whisky interessiert, schaut euch diese Love Story an. Sie heißt Masan. Man findet sie im Internet. 150 Episoden, die lief, glaube ich, ja, steht da oben von September bis März. Jeder Japaner hat die gesehen und das schwappte über auf den chinesischen Empfängerkreis. Und das ist das Verrückte. Das war sozusagen das Fass, was oder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
dass die Menschen verrückt waren nach japanischem Whisky. Denn es ging hier nicht nur um die Love Story, es ging natürlich auch um die Geschichte, um die Zeiten von 1922 bis 1970. Und die beiden hier, die hier zu sehen sind als Schauspieler, eben halt hier nochmal die beiden in Original, die haben die japanische Whisky-Industrie ganz, ganz weit nach vorne gebracht. Also auch Rita, die hat ihren Mann unheimlich stark supportet, der nichts weiter wollte, als eben halt in Japan eine Brennerei aufmachen nach schottischem Vorbild. Ich mache einen kleinen Schwenk zurück. Während der Zeit, die er in Schottland war, er hat studiert, klar, hatte ich erzählt, aber er hat auch an die Türen geklopft. Er war bei den Brennereien, angefangen bei Longmorn, er hat bei Hazelburn in Campbelltown, nicht zu verwechseln mit Hazelburn, mit dem jetzigen Brand von den Mitchells, sondern es gab damals eine Brennerei, ich glaube, die hat in den 20er Jahren, 1920er Jahren, Ende 26 oder so, hat sie, glaube ich, schließen müssen. Prohibition und so weiter, ist ein anderes Thema, kommen wir noch zu. Aber da hat er wirklich Praktika gemacht und hat von der Pike auf gelernt, wie man in Schottland Whisky produziert. Er hat sich auch eine Dokumentation angelegt und das wurde dann nachher das Lehrbuch für die Japaner, wie man Whisky produziert. Also wirklich ganz akribisch dokumentiert und auch kopiert. Das können die Japaner gewissermaßen ja auch ziemlich gut. Aber sei es drum, dennoch eine wunderbare Geschichte. Und die sind 1923, sind sie zurück nach Japan gegangen. Und Rita hat das sehr, sehr schwer gehabt in der Zeit, weil sie war natürlich sehr exotisch. Nochmal kurz erinnert, in den Mitte 19. Jahrhundert war Japan komplett abgeschottet. Sie waren noch nicht wirklich offen, sie waren nicht besonders tolerant und sie als westliche Europäerin dort in Japan hat es verdammt schwer gehabt, obwohl sie Japanisch gelernt hat. Sie hat dort Englisch unterrichtet und hat wirklich alles gemacht, um auch die Kultur anzuerkennen. Sie hat sich angepasst, aber sie hat unheimlich viele Repressalien über sich ergehen lassen. Aber kommen wir zurück zu den beiden großen Herren, nämlich zu Tori und Taketsuro. Das ist das einzige Foto von den beiden, denn das ist verrückt. Die linke Seite, also der Shinji Torii, ist der Gründer von Suntory. Ein Megakonzern. Auf der rechten Seite sehen wir Masataka Taketsuro, der Gründer von Nika, auch ein ganz, ganz großer, dicker Player im japanischen Whisky-Business. Beide Internetpräsentationen, die erwähnen das Gegenüber mit keiner einzigen Silbe. Und die Geschichte der beiden ist so eng miteinander verknüpft, dass keiner ohne den anderen da heute angekommen wäre, wo ihre Unternehmen jetzt stehen. Dieses Bild ist leider kein Original, sondern das ist aus dieser Daily Soap. Und zeigt sozusagen die beiden Kontrahenten, die anfangs als Partner zusammengearbeitet haben. Und der linke, der Shinji Torii, das war der, der das Geld hatte, er hatte eine Vision. Und der rechte, der Masataka, war derjenige, der hatte die Skills. Der hat das von der Pike auf gelernt in Schottland. Und er hat Torii auf der einen Seite ja verehrt, auf der anderen Seite hat er ihn verachtet, weil er war natürlich der knallharte Businessmann. Das war nicht das, was Taketsuro wollte. Aber er war derjenige, der die Vision hatte und der ihn auch mitgerissen hat. So, und das ist eigentlich schade, dass die beiden nicht irgendwo sich gegenseitig auch jetzt respektiert finden auf den Geschichten. Wenn man also bei Nika oder auch bei Suntory in der Geschichte der Brennereien nachliest, man findet von dem jeweiligen Gegenüber nicht eine einzige Silbe. Aber kommen wir zurück zur Geschichte. 1923 fängt Taketsuro im Grunde an bei Torii. Er ist sozusagen Angestellter, weil er hat das Know-how und Torii hat das Kapital. Und die beiden wollen eben halt die erste Brennerei gründen. Das schaffen sie auch und immer noch mit der Unterstützung von Rita. Rita im Hintergrund, die Taketsuro immer wieder ermutigt nach dem Motto, bleib bei der Stange, verfolge deinen Traum, weil ohne Torii können wir das nicht schaffen. However, eine ganz witzige Anekdote habe ich noch mitgebracht. Also zum einen fängt Taketsuro eben halt bei Kotobukiya an. Das ist die Firma von Torii und der verdient sein Geld seinerzeit mit diesem skandalösen Werbeplakat oder besser gesagt mit dem Produkt, das hier beworben wird, weil das ist ein Portwein und mit diesem Bildchen von dieser Japanerin, die ja, heute würde man sagen, ja, ist doch völlig normal, aber zu der Zeit, speziell in Japan, war das wirklich fast schon Pornografie. Also da kann man wieder sehen, dieser Torii war schon ein sehr, ja, wie sagt man heute, ein aggressiver, progressiver, der versucht hat, entsprechend auch ein bisschen zu polarisieren. Ja, die beiden haben sozusagen diese Partnerschaft begonnen.
Tage zu schließt einen 10-Jahres-Vertrag ab mit Turi und die beiden schaffen es tatsächlich, den ersten japanischen Whisky herzustellen, sprich die erste japanische Whisky-Brennerei zu gründen. Und das ist Yamazaki. 1923 ist das. Also das ist jetzt fast 100 Jahre her. Nun muss man dazu sagen, es gibt noch weitere Brennereien in Japan, die heute sagen, ja, aber wir waren die Ersten, ja, die Lizenz hatten. Das mag durchaus angehen. Ich will mich da nicht so festlegen. Also wenn man da wirklich recherchieren möchte, dann rate ich zu der Literatur, die ich eingangs empfohlen habe. Aber Fakt ist, die Ersten, die wirklich in Produktion gegangen sind, die wirklich zu dem Zeitpunkt Whisky produzieren wollten, das ist definitiv Yamazaki gewesen. Und alle anderen, die haben eine Lizenz gehabt, aber sie haben nicht wirklich produziert, weil sie eben halt nicht dran geglaubt haben und es auch einfach schlicht und ergreifend nicht konnten. Also Yamazaki beginnt wirklich im November 1924, läuft der erste Spirit durch die Stills und ich glaube, es war sogar der 11.11., der 11.11.1924, da ist der erste Tropfen New Make aus der Brennblase geflossen. So, und Yamazaki, auf der Karte nochmal gezeigt, befindet sich eben halt hier, also so mitten im Zentrum Japans, so ein bisschen südöstlich von Tokio. Und ja, war die erste Brennerei, die in Japan Whisky produzierte. Ich möchte jetzt mal einen kleinen Schwenk machen. Ich hole mal ein paar Eckdaten hier, oder besser gesagt, ich werde aus der Karte den kleinen Bereich mal vergrößern, weil ich hatte vorhin schon gesagt, Hanyu und Chichibu, das ist noch eine Geschichte, da möchte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also wir können hier unmöglich die gesamte japanische Whisky-Geschichte einmal aufrollen, aber ich kann nur jedem raten, Mensch, interessiert euch ruhig dafür. Es ist spannend, es gibt tolle Whiskys in Japan. Es gibt auch viel Schrott. Leider, es gibt leider nicht eine vernünftige Kategorisierung. Also in Schottland, das werden wir noch kennenlernen, gibt es ganz knallharte Regeln. Wann ist ein Scotch ein Scotch? Aber in Japan ist das mit der Whisky-Regularien-Vielfalt so, dass man so ziemlich alles Mögliche produzieren kann. Egal, wo es herkommt, das wird in Japan abgefüllt und schon ist es ein japanischer Whisky. Das ist auch leider die Problematik momentan in den Fachgeschäften. Man findet viele japanische Whiskys, die sind einfach nur... Ja, mega, mega einfach, durchschnittlich. Und im Grunde hat das mit Japan nicht sonderlich viel zu tun. However, diese beiden Brennereien, also Hanyu, 2000 leider geschlossen. Aber das Interessante ist, dass sein Enkelsohn, nämlich Ichiro Akuto, von dem Gründer der Hanyu-Brennerei, der 2004 die Chichibu-Brennerei gegründet. Und diese beiden nochmal rot einmarkiert hier, also der Opa oben und der Enkel da unten. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil Ichiro Akuto hat mit seiner Chichibu-Brennerei wirklich einen Mega-Erfolg weltweit. Ich zeige auch gleich warum. Zunächst einmal nochmal ein paar Bilder von Chichibu. Die Bilder habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von einem guten Freund von mir, von Torben Ernlund, einem Schweden, Entschuldigung, einem Dänen. Oh Gott, das wird er mir übel nehmen. Einen Dänen, der aber seit vielen, vielen Jahren in Deutschland lebt, in Flensburg, ein guter Freund von mir. Der hat es geschafft, ein Wahnsinnsfan japanischen Whiskys, der hat es aber geschafft, mit seiner Frau zusammen nach Japan zu fahren, die Rundreise gemacht. Die waren bei Yamazaki, die waren bei Yuichi, natürlich auch bei Chichibu. Bei mir noch auf der Bucketlist, also ich hoffe, dass ich das demnächst mal schaffe, aber hier sind ein paar nette Bilder von Chichibu. Eine relativ junge Brennerei, eben gezeigt, 2004 gegründet. Hier sieht man Torben oben auf der Leiter und einmal einen kleinen Blick in die Washbacks zu werfen. Dann hier ganz interessant der Spirit Safe. Spirit Safe ist eine kleine Lektion nachher zum Thema Distilling, also in der Produktion, wo wir genau erklären, welche Funktionsweise der Spirit Safe hat. Aber hier kann es ganz wichtig, er kommt aus Schottland, von Forsyth. Also hier, Ichiro Akuto hat im Grunde in Schottland sein Equipment besorgt. Sieht man hier auch noch wunderbar die Potstills. Also er versucht auch wirklich nach schottischem Vorbild den Whisky zu produzieren. Und jeder, der von euch noch keinen Chichibu probiert hat, versucht mal eine Flasche zu ergattern. Sind relativ schwierig zu bekommen, sind nicht ganz günstig, aber sie lohnen sich definitiv. Er ist übrigens ein super toller Typ. Hier habe ich ihn getroffen auf der Whisky Fair in Limburg. Ein relativ großer Japaner. Also ich bin nicht besonders groß, aber ich bin jetzt auch nicht sonderlich klein. In Japan, glaube ich, wäre ich eher einer der Größeren. Aber Ichiro ist doch schon relativ hochgewachsen.
Ein unheimlich erfahrener Whisky-Experte und ein ganz, ganz feiner Kerl. Was ich aber nochmal zu Chichibu erwähnen wollte, ist, weil ich hatte eben erzählt, Hanyu war die Brennerei seines Großvaters und er hat es geschafft, den ehemaligen Fassbestand, also die Fässer, die im Warehouse von Hanyu waren, zu übernehmen und hat die rausgebracht als eine besondere Reihe von Whiskys und die nennt man auch in Sammlerkreisen, The Playing Card Series, also die Playing Card für Spielkarten. Also wir finden dort das Herz Ass und den Joker und so weiter und so fort. Und diese Flaschen, die sind in Sammlerkreisen sehr, sehr beliebt. Ich glaube, es gibt 54 Stück insgesamt. Vorweggenommen, ich habe nicht eine einzige davon. Ich habe einige Japaner bei mir in der Sammlung, aber leider von den Playing Cards, die sind mir einfach zu teuer geworden. Das mal so für ein einfaches Beispiel für den Joker hier. Eine Entwicklung von whiskyauction.com, das ist die Auktion, die Thomas Krüger, eben der vorhin erwähnte Whisky Krüger hier aus meiner Region, der betreibt ja die whiskyauction.com seit über 20 Jahren. Und hier sieht man, wie sich dieser Preis entwickelt hat. Also 2014 hat die Flasche noch so 700 € gekostet und mittlerweile liegt die schon teilweise bei über 2.500 €. Und ganz krass ist, jetzt vor kurzem ist die eine komplette Serie 2020 am 20. November in Hongkong von Bonham, ein Auktionshaus, ist die unter den Hammer gekommen für 1,5 Millionen Dollar, US-Dollar. Ja, also mit 54 Flaschen, ich kann so schlecht Kopf rechnen, aber da ist man im Schnitt bei über 30.000 oder bei 30.000 € rund, die so eine Flasche gebracht hat. Also der Hammer. Wahnsinns, Sammlerobjekte. Unglücklicherweise, auch Ichiro hat davon natürlich gar nichts, weil die meisten Flaschen, die sind ja gekauft worden zu relativ moderaten Preisen und haben dann erst auf dem Second Market, so nach dem Motto von einer Vitrine zur nächsten, haben sie ihren großen Preis erzielt. Ja, ich komme nochmal zurück zur Geschichte von Takezuru. Masataka Takezuru hat ja 23 den Vertrag abgeschlossen mit Torii über 10 Jahre und hat eben halt 1933 diesen 10-Jahres-Vertrag, nachdem er ausgelaufen war, hat ihn nicht verlängert, sondern ist mit seiner Frau Rita nach Norden gegangen. Er war von Anfang an mit dem Standort Yamazaki nicht so ganz einverstanden, weil er wollte einen rauchigen Whisky, so nach schottischen Highland-Vorbild, mehr so in die Region, ja, hohe Berge und klares Wasser und schöne, saubere Luft. Und das ist jetzt ein Bild, das zeigt Hokkaido. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man schon mal in Schottland war, das ist so ein bisschen so wie in Schottland. Und da hat es ihn hingezogen. Und 1934 war der Vertrag eben halt ausgelaufen und ist er mit Rita nach Norden gegangen. Sie sind nach Yoichi gegangen und haben dort eine neue Brennerei aufgemacht. Diese Brennerei hier, das ist ein aktuelles Bild jetzt, ist natürlich ein reiner Pilgerort für Whisky-Liebhaber und Takezuru-Fans. Also wie gesagt, bei mir ganz, ganz groß oben auf der Bucketlist. Und nur mal so zu den Eckdaten. Also ich wohne in Eckernförde und wir haben 54,5 Grad Nord, also vom Äquator 54,5 Grad hoch. Campbelltown als Beispiel hat 55,5, so ziemlich identisch. Aber Yoichi liegt so bei 43 Grad, also ist so ein bisschen weiter südlich, aber man kann das nicht immer direkt vergleichen, aber es ist schon ziemlich weit oben im Norden. Die Karte, wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, also Hokkaido ganz oben im Norden, die Halbinsel und 72, glaube ich, hatten wir Winterspiele in Sapporo und das ist auch Yoichi Sapporo, das ist genau eine Ecke. Ja, diese Brennerei, gegründet eben halt 1934, mittlerweile 6 Pot Stills, eine Kapazität von roundabout 2 Millionen Liter und von Rita und von Takezuru gegründet. Das ist ein Bild, ich glaube, das musste aus den 50er Jahren in etwa sein. Sie hatten seinerzeit auch parallel zu der Brennerei noch eine Firma gegründet, die nannte sich Dai Nippon Kaju. Und Dai Nippon Kaju bedeutet auf Deutsch nichts weiter als die große japanische Saftfabrik, The Great Japanese Juice Company auf Englisch. Das ist schon krass und das spiegelt auch so ein bisschen die Geschichte wider, weil sie hatten natürlich extreme Probleme, überhaupt Kapital anzusammeln, weil ich nehme das mal vorweg, also Whisky muss natürlich viele, viele Jahre lange Reifezeit über sich ergehen lassen, damit er auch wirklich hochwertig und einen guten Preis erzielt. Das heißt, wenn ich anfange, Whisky zu produzieren,
kostet das erstmal ein Vermögen, weil ich muss jeden Liter, den ich in die Fässer bringe, den muss ich vorfinanzieren, dann liegt er dafür mindestens 3, 5 oder sogar 8 Jahre, vielleicht auch noch länger. Und ich habe null Umsatz. Und um überhaupt zu überleben, hat Rita Marmelade, also Erdbeerkompott, und sie haben Erdbeer, Entschuldigung, Erdbeer. Ach, ich bin verrückt. Ich rede zu schnell und ich werde nochmal zu meinem Nika from the Barrel greifen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich bin ein absoluter Fan von japanischem Whisky. Ich kann mich so in Rage reden, wenn ich über diese Geschichte von Taketsuo und Rita rede. Nochmal wieder an euch. Schaut euch Masan an. Diese Serie, 150 Episoden, es lohnt sich. Ich hoffe, dass es irgendwann mal in Deutsch synchronisiert in die TVs kommt. Also, Dai Nippon Kaju ist die große Saftfabrik, aber sie haben dort, Hokkaido ist berühmt für Äpfel, für Obst, eben halt nicht Erdbeeren, sondern eben halt in erster Linie Äpfel. Beeren wachsen da auch hervorragend, aber sie haben Apfelmarmelade und Apfelsaft produziert und daher kam der Name Saftfabrik und damit sind sie sozusagen, konnten sie überleben. Sie haben damit den Lebensunterhalt finanziert, haben ihre Arbeiter bezahlt und konnten parallel dazu auch noch die Brennerei betreiben. Natürlich haben sie auch am Rande noch von anderen Investoren Unterstützung erfahren, weil Taketsuo hatte immerhin 10 Jahre Erfahrung bei Yamazaki, er war kein unbeschriebenes Blatt. Aber ich finde es schon so spannend und als Hommage an Rita und an ihren Beitrag, den sie zu Nika zugesteuert hat, hat man vor kurzem, ich glaube 2014 zum 90. Geburtstag, hat man, oder 80. Geburtstag, meinen Kopf rechnen, wie auch immer, gab es den 30-jährigen Rita als Apple Brandy, also Apfelsaft und dann eben halt destilliert und dieser Brandy. Eine super tolle Geschichte, aber leider auch fast komplett vergriffen und nur noch über Auktion zu erhalten. Ja, das war eben halt die Hommage an Rita. Und das Kuriose ist, der Name der Firma, also wie man letzten Endes heute die Brennerei bzw. den Deck, die drüber gestülpte Firma nennt, bildet sich ab aus Dai Nippon Kaju. Und der bildet sich im Grunde dadurch, dass man einfach Dai Nippon, da nimmt man eben halt diese Silben und hat dann Nika und dann hat man sozusagen den neuen Namen der Firma gefunden. So. Ja, wir sind viel zu lange. Ich wollte eine Viertelstunde reden über japanischen Whisky. Ihr seht, es geht mit mir durch. Ich kann euch schon mal vorwegnehmen, das ist ja eine der Lektionen. Wir sind ja noch im ersten Drittel. Es wird noch häufiger mit mir durchgehen. Ich hoffe, ihr verkraftet das. Wenn euch das zu viel wird, schreibt mir in den Kommentaren. Ich bin empfänglich für Kritik, solange sie ein Stück weit konstruktiv ist. Also positive, negative, alles toll. Aber bitte bleibt sachlich. Ich bin in dieser Beziehung, ich bin sehr leidenschaftlich in vielen Bereichen, wenn es um Whisky geht und speziell auch beim japanischen Whisky. Das ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte oder ein bisschen neugierig gemacht habe. Ich freue mich auf die nächsten Lektionen und wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer. Kanpai!